okay, aber im Fernsehen auch eine Zeit lang kam dauernd nur mit den Homos, wie sie sich geküsst haben, da kriege ich so einen Hals. Ja gut, das ist halt eine andere Generation, das darf man auch nicht übel nehmen, das sind solche alten Menschen, das ist ja eben genauso auch wie mit Migranten, die aus irgendwelchen muslimischen Ländern kommen, wo man, wenn man sich als Männer oder als Frauen geküsst hat, sofort aufgehängt wurde und oder was weiß ich, 1000 Peitschenhiebe bekommen hat und plötzlich sind die hier in Deutschland und sehen, da küssen sich zwei mitten auf der Straße und keinen interessiert's. Das ist halt, wenn man damit nicht groß geworden ist, wenn man das nicht kennt, wenn man das nicht gewohnt ist, ist es halt das Ungewohntes. Mein Gott, ja, das ist halt so. So ist halt der Lauf der Dinge, ne? Zack, zack. Damit ist der Gesetzentwurf. Ist es das? Ja. Angst, Angriffe, Ausgrenzung, wie queerfeindlich ist Deutschland? Ist von ZDF heute Nachrichten. Vom 18. Oktober. Also relativ frisch auf den Tisch. Jo, gibt's 12 Minuten 48 Sekunden, also ist gar nicht so lang. Dann bitte, los geht's. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Das Abstimmungsergebnis wurde noch im Saal von Besuchern und Abgeordneten gefeiert. Das ist ein total spannender und historischer Tag. Eigentlich ist es fast schon peinlich, dass es so lange gedauert hat. Aber ja, also über die Ehe für alle habe ich mich auch gefreut. Ich finde das auch, das finde ich absolut okay. Und das ist auch, da nimmt man niemandem was mit weg, wenn man eine Ehe für alle hat, dass auch Schwule und Lesben heiraten können. Das finde ich also auch in Ordnung. Lauter bitte höre ich jetzt gerade, okay? Es ist soweit, endlich. Das vielleicht erinnert ihr euch noch. 2017 stimmte die Mehrheit im Bundestag für die Ehe für alle. Im bürgerlichen Gesetzbuch steht jetzt, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Viele Paare haben die Möglichkeit genutzt. Bis Ende 2021 haben 65.600 Menschen gleichen Geschlechts geheiratet. Doch bis heute wird über die Ehe für alle diskutiert. Und deswegen finde ich diese Ehe für alle auch wirklich einen wahnsinnig wichtigen und richtigen Schritt und habe das Gefühl, dass da einfach vielen Menschen mit solchen Einstellungen was verbaut wird, die nie was falsch gemacht haben, außer einen Menschen zu lieben. Ich glaube tatsächlich, dass die Ehe, so wie die Bibel davon spricht, an die Notnagel. Ja gut, mit dem Namen hat er auch wahrscheinlich, war er auch gestraft genug, wa? Nur zwischen Mann und Frau existieren kann. 5 Jahre nach Einführung der Ehe für alle fragen wir uns, wie ist die Lage von Schwulen und Lesben in Deutschland? Das setze ich in den Kontext. Hallo, ich bin Aminata Belli. Triggerwarnung. In diesem Video geht es um homo- und transfeindliche Gewalt. Ja, mein Gott. Ja, müssen wir vorher gewarnt werden. Ich meine, wenn das Video heißt, wie queerfeindlich ist Deutschland, dann liegt das ja nahe, dass es wahrscheinlich so sein wird, ne? Triggerwarnung. Um herauszufinden, wie weit wir mit der Gleichberechtigung wirklich sind, gucken wir uns jetzt 3 wichtige Bereiche an. Wie sieht es in der Gesellschaft aus? Was ist mit dem Berufsleben? Und wie sieht es rechtlich aus? Gibt es die volle Gleichberechtigung? Starten wir auf der zwischenmenschlichen Ebene, mit der Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Die Akzeptanz für homo- und bisexuelle Menschen scheint groß. Bei einer Umfrage 2019 stimmten beispielsweise 88% der Befragten in Deutschland zu, dass schwule, lesbische und bisexuelle Menschen die gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle Menschen. Gleichzeitig sind Formen der Abwertung aber immer noch weit verbreitet. Das gibt's, okay, aber im Fernsehen auch eine Zeit lang kam dauernd nur mit den Homos, wie sie sich geküsst haben, da kriege ich so einen Hals. Ja gut, das ist halt eine andere Generation, das darf man auch nicht übel nehmen, das sind solche alten Menschen, das ist ja eben genauso auch wie mit Migranten, die aus irgendwelchen muslimischen Ländern kommen, wo man, wenn man sich als Männer oder als Frauen geküsst hat, sofort aufgehängt wurde und oder was weiß ich, 1000 Peitschenhiebe bekommen hat und plötzlich sind die hier in Deutschland und sehen, da küssen sich zwei mitten auf der Straße und keinen interessiert's. Das ist halt, wenn man damit nicht groß geworden ist, wenn man das nicht kennt, wenn man das nicht gewohnt ist, ist es halt das Ungewohntes. Mein Gott, ja, das ist halt so. So ist halt der Lauf der Dinge, ne? Noch krasser waren Aussagen in den 70er Jahren. Was halten Sie von Homosexuellen? Das ist was Scheußliches.
Und vor genau 50 Jahren, also 1972, demonstrierten in Münster Homosexuelle das erste Mal in Deutschland dafür, sich öffentlich zu ihrer Homosexualität bekennen zu können, ohne gesellschaftlich geächtet zu werden oder rechtliche Konsequenzen zu tragen, wie zum Beispiel ihren Job zu verlieren oder der Uni verwiesen zu werden. Später... Ja, das ist natürlich ganz im Wesentlichen Rosa von Braunheim mit zu verdanken, ne? Der natürlich durch seinen Film nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt, und die Situation, in der er lebt, glaube ich, heißt der Film, der hat natürlich sehr viel bewegt damals, weil er eben dieses Thema einfach mal ganz offen und unverblümt angesprochen hat. Weswegen der Bayerische Rundfunk sich damals ja ausgeblendet hat aus dem ARD-Programm, weil sie das nicht zeigen wollten. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Da beginnt dann die Tradition der Paraden zum Christopher Street Day. Die Diskussion über AIDS hat auch bewirkt, dass freier über Sexualität gesprochen wird. Ängste werden mitteilbar. Wünsche brauchen nicht mehr heimlich zu sein. Tabuisierung hilft nicht weiter. Christopher Street Day in Berlin. Eine ausgelassene Parade von Schwulen und Lesben und eine Demonstration für mehr Rechte und gegen neonazistische Tendenzen. Ja, das Problem ist bei solchen Fernsehreportagen immer früher schon, aber heute immer noch. Sie zeigen immer nur diese bunten Papageien auf dem CSD, ne? Dass da auch jede Menge Schwule und Lesben sind, die einfach ganz normal aussehen und sich überhaupt nicht verkleiden. Einfach nur, das ist ja eigentlich, ist es ja eine Demonstration und kein Karneval, ne? Das wird ja immer gerne vergessen. Aber gut, so ist das, so funktioniert eben Fernsehen, ne? Solche Bilder zeigt man denn eben besonders gerne. Seit Jahren setzt sich die LGBTQI+-Community für mehr Akzeptanz ein. LGBTQI+ ist eine Abkürzung aus dem Englischen für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, queere und intersexuelle Menschen. Ja, gut, ich habe mich dazu ja schon zigfach geäußert, aber ich sage noch einmal, eigentlich reicht das Wort queer, weil queer umschreibt alles das. Das ist eigentlich völliger Unsinn, dass nochmal extra queer auch nochmal aufgeführt wird. Queer steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersexuell und alles, was es so gibt. Also alles, was nicht hetero ist, ist queer. So war es jedenfalls damals. Aber heutzutage scheint das irgendwie so einfach nicht sein zu dürfen. Deswegen macht man sich es eben extra kompliziert, ne? Naja. Aber die Realität zeigt, auch heute noch berichten Homosexuelle von Angriffen und der Angst davor, im Alltag diskriminiert zu werden. Ja, also wenn ich heute irgendwie rausgehe und beispielsweise mit meinem Freund oder wenn ich einen Freund habe, irgendwie Hand in Hand gehe, dann ist das schon irgendwie komisch, oder? Ach, das ist doch dieser Typ, der dieses Politikding macht auf YouTube, ne? Der hat doch auch schon Politiker interviewt, ne? Ist das der oder sieht der nur so aus? Ich glaube, das ist der, ne? Ich mach's teilweise auch schon gar nicht mehr, weil ich irgendwie auch so ein bisschen Angst habe davor, ja, dass irgendjemand rechts aus der Straße, aus der Straßenecke kommt oder das sieht und... Ja, einen auf einen zukommt und einen irgendwie Gewalt androht oder vielleicht auch zusammenschlagen will. Gibt's ja oft genug leider immer noch. Und das schlägt sich auch klar an den Zahlen nieder. Die registrierten Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung sind 2021 deutlich mehr geworden. Sie sind um 50% auf 870 Delikte gestiegen. Ja. ExpertInnen befürchten aber, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie auch darauf zu sprechen kommen, wer denn diese Täter vor allem sind. Das ist nämlich das große Tabu in der ganzen Diskussion, ne? Auch in diesem Jahr gab es queerfeindliche Angriffe. In Münster endete einer tödlich. Ein 25-jähriger Transsexueller, der in Münster bei einer Parade zum Christopher Street Day vor knapp einer Woche niedergeschlagen worden war, ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war dazwischen gegangen, als ein Unbekannter am Rande der Veranstaltung mit Lesben, Schwulen, Bisexuellen und weiteren Gruppen mehrere Frauen beschimpft hatte. Eine Studie von 2020 bestätigt, Öffentlichkeit, Freizeit und der private Bereich sind die Lebensbereiche, in denen Menschen am häufigsten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität diskriminiert werden. Ah ja, interessant. Ja gut, Öffentlichkeit, Freizeit. Ja klar, natürlich. Mitten auf der Straße. Da gab es ja auch, wo war das, in Leipzig oder in Dresden, ne? Oder wo war das, dieses schwule Paar, wo da auch der eine abgestochen wurde und der andere wurde schwer verletzt. Ja, privat, was heißt privater Bereich? Was heißt das? Also und Freunde und Bekannte oder was? So. Ja, man sieht zumindest die Polizei nur mit 6,4%, also weil ja auch gern mal so ein bisschen suggeriert wird, dass wenn die Polizei auch homofeindlich sei, was natürlich Quatsch ist. Jedenfalls in Deutschland gibt es da kaum Fälle. Das ist ja hier auch nochmal bestätigt. Tja. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Gleichberechtigung im Berufsleben.
Eigentlich verbietet das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Diskriminierung wegen der sexuellen Identität im Arbeitsleben. Die Realität ist aber, 30% der LGBTQI+-Menschen erfahren Diskriminierung im Arbeitsleben. Verschiedene Studien zeigen außerdem, dass sich viele Beschäftigte gegenüber ihren KollegInnen nicht outen oder verschlossen mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen. Er weiß, dass der Wahlkampf mit harten Bandagen geführt werden wird. Und so kommt Wovereit mit einem überraschenden Bekenntnis einer möglichen Pressekampagne zuvor. Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, in diesem Amt so gut wie gar nicht über meine Homosexualität zu reden, weil es für mich so banal und unwichtig auch ist. Und dann merkt man aber natürlich, es spielt in der Öffentlichkeit eine Rolle. Und natürlich weiß ich auch, wie viele Formen von Diskriminierung es immer noch gibt, die andere Leute viel mehr betreffen als mich. Wenn man schwul ist, kann man kein guter Fußballer sein. Das stimmt so nicht, weil ich das eben auch bewiesen habe. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass Homosexuelle in Deutschland eigentlich schon immer befürchteten, wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt zu werden. Ja, da muss man nicht groß recherchieren. Das ist allgemein bekannt. Was habt ihr denn da für Recherchen angestellt, um auf die Erkenntnis zu kommen? Hä? In einem Beitrag aus dem ZDF-Archiv äußerten sie sich deshalb auch nur anonym. Mein Beruf, den ich jetzt ergreifen werde, geht dahin aus, dass ich Menschen zu führen habe. Und ich weiß heute aus eigener Anschauung, dass diese Menschen mich niemals für voll nehmen werden. Und wenn ihr Sohn so wäre, das war schon mal ein geiler Titel schon mal, ne? Und wenn ihr Sohn so wäre? Ja, Gott, das waren andere Zeiten, Leute. Und ich bin der Annahme, dass meine Chefs damit nicht das tun würden. Und ich denke auch, dass ich bei meinen Kollegen nicht das Verständnis dafür habe. Deswegen möchte ich das eben vermeiden. Ich finde, diese Beispiele und Ergebnisse aus Studien zeigen deutlich, die sexuelle Orientierung spielt im Arbeitsleben eine Rolle, auch wenn sie es nicht sollte. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der rechtlichen Gleichberechtigung. Das ist alles zu allgemein. Geh doch mal an die Ursachen ran, Mädel. Was sind denn die Ursachen? Wer sind denn die Täterinnen und Täter? Wo kommt denn, wann wird denn gesagt, dass das ein Tschetschene war, der auf dem Münsteraner CSD umgebracht hat? Und dass in Dresden ein schwules Paar abgestochen wurde und von einem Moslem. Und was weiß ich, das, sag's doch bitte mal, was ist denn der Grund, warum das alles zugenommen hat in den letzten Jahren? Das hat doch Gründe. Hier gab es in den letzten Jahren einen deutlichen Fortschritt und die Ehe für alle war ein besonderer Meilenstein. Doch der Weg dahin war lang. Er begann mit der Entkriminalisierung von Homosexualität. Schauen wir einmal zurück. In der Antike war Homosexualität nicht strafbar. Mit dem Aufkommen des Christentums in Europa änderte sich die Moralauffassung. Im Mittelalter wurden Homosexuelle verbrannt. Ja, bei dem aus Tschetschenien, mir ist es nicht ganz klar, ob das ein Moslem war. Also es hieß ja auch, dass er Russe angeblich sei, der aber aus Tschetschenien kam. Aber das macht es ja nicht besser. Also in Russland ist ja nun die Homofeindlichkeit auch extrem groß. Das ist ja allgemein bekannt. Also es ist jedenfalls kein Hiesiger sozusagen gewesen, sondern ein abgelehnter Asylbewerber in Münster. Im Deutschen Kaiserreich hebt man die Todesstrafe für Homosexuelle auf, führt stattdessen den Paragraphen 175 ein, der die Bestrafung von Homosexuellen mit Gefängnis vorschreibt. Unter dem Nazi-Regime wurde das Gesetz weiter verschärft. Ja, ich denke, die Frage ist, wie queerfeindlich ist Deutschland heute? Du musst doch hier jetzt keine Geschichtsstunde veranstalten, das wissen wir doch alles. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Paragraph 175 behält in der neu gegründeten Bundesrepublik seine Gültigkeit. Und das bedeutet, tausende Männer werden jedes Jahr verurteilt. Im Osten des Landes existierte der Paragraph nicht mehr. Im Westen mussten Homosexuelle weiterhin strafrechtliche Konsequenzen befürchten. 1994. Ja, aber der wurde ja schon lange nicht mehr angewandt, der Paragraph 175. Der war noch drin im Gesetz, das stimmt. Und wurde erst mit der gesamtdeutschen Verfassung abgeschafft. Das kommt jetzt ja gleich. Aber der wurde ja schon über Jahre nicht mehr angewandt. Also insofern. 1990 beschloss der Bundestag die Streichung des Paragraphen. Doch erst 2017 wurden die Opfer, die nach 1945 in der Bundesrepublik verurteilt wurden, entschädigt und rehabilitiert. Zwischen einem und 10 Jahren Haft gab es für die Unzucht zwischen Männern. Wir beseitigen heute ein großes Unrecht der deutschen Rechtsgeschichte. Der Paragraph 175 hat dazu geführt, dass nach 1945 in der Bundesrepublik
über 70.000 Menschen verurteilt wurden, nur weil sie homosexuell gewesen sind und ihre Liebe auch gelebt haben. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Entschädigung jetzt war, keine Ahnung. Die Frage ist ja, ob der Staat heute dafür eine Entschädigung bezahlen muss. Ich meine, mir tun die natürlich diese Männer leid, was die da erleiden muss, gar keine Frage. Aber es war damals ja auch gesellschaftlicher Konsens, Homosexuelle pervers zu finden und abzulehnen. Das ist ja nicht eine von oben aufgestülpt worden von der Politik, sondern das war allgemein. Wenn es einen Politiker gegeben hätte, der gesagt hätte, ich fordere hiermit, dass Schwule heiraten dürfen, der hätte sofort seinen Rücktritt einreichen müssen. Der hätte politisch nicht überlebt. Ne? Insofern, das ist ja alles immer so das muss man ja alles im Kontext der Zeit sehen. Wurde sehr oft als Schwein betitelt dann damals. Und ich kam mir wie so ein Schwein vor. Also ich kam mir so erniedrigt vor. Das hatte ich so richtig verinnerlicht. Wenn ihr den Beitrag über die Opfer von Paragraph 175 in voller Länge sehen wollt, schaut gerne in der ZDF-Mediathek vorbei. Auch lesbische Frauen wurden verfolgt, wenn auch weniger öffentlich sichtbar. Es ist natürlich eine lange Stigmatisierung der gerade männlichen Homosexualität, nicht der weiblichen. Für die weibliche Homosexualität hat sich eigentlich das Recht nie interessiert. Die wurde offensichtlich als ungefährlich empfunden. Der zweite Schritt auf dem Weg zur Ehe für alle war das Lebenspartnerschaft. Da gab es ja sogar auch jede Menge Erotikfilme, wo zwei Frauen miteinander rumgemacht haben. Das ist eben, das mögen die Kerle ja sehen, die heterosexuellen Kerle, wenn zwei Frauen rummachen. Deswegen ist das halt nicht so stark verfolgt worden, wie wenn zwei Männer miteinander ins Bett gehen. Partnerschaftsgesetz. Es wurde 2001 vor allem auf Drängen der Grünen verabschiedet. Das Lebenspartnerschaftsgesetz ermöglichte es homosexuellen Paaren beispielsweise, einen gemeinsamen Nachnamen zu haben und regelte das Erbrecht. Gleichstellung bedeutete das aber nicht, denn es bestanden weiterhin Ungleichheiten, vor allem bei steuerrechtlichen Regelungen und im Adoptionsrecht. Gegen eine Gleichstellung, also die Ehe für alle, sperrten sich vor allem CDU, CSU. Ich tue mich schwer damit und ich weiß, dass ich damit auch Menschen ihre Wünsche nicht erfülle. Ich weiß, dass das für viele gleichgeschlechtliche Paare schwer ist. Dann legte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel eine überraschende Kehrtwende hin, die sie mit einem einschneidenden Erlebnis begründete. Naja gut, das hat sie damals nur gesagt, 2013, um in ihrer Partei, den rechten Flügel der CDU, der CSU irgendwie zu befriedigen und von denen Applaus zu bekommen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich ein Problem damit hatte. Und es ist aber auch von ihr komisch begründet worden. Ja, es ist so ein Bauchgefühl. Also man kann doch nicht nach dem Bauchgefühl irgendwie agieren. Was ist das denn, ne? Als ich plötzlich in meinem eigenen Wahlkreis an der Ostsee mitbekommen habe, dass eine lesbische Frau zu mir gesagt hat, pass auf, komm so mal zu mir nach Hause. Ich lebe da mit meiner lesbischen Partnerin und wir haben 8 Pflegekinder. Wenn der Staat zum Beispiel sagt, das Jugendamt entscheidet, ich kann einem solchen Paar Kinder... Es gibt ja sogar von Merkel das Gerücht, dass sie selber in jüngeren Jahren, ne? Mal so, auch mit Frauen. Aber wie gesagt, das wurde mal so kolportiert, aber wahrscheinlich wird es nicht stimmen. Ne? Ich will hier auch nichts behaupten, um Gottes Willen. Zur Pflege geben, dann kann ich nicht mehr ganz so einfach mit der Frage Kindeswohl argumentieren. Deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist. Sie erklärte die Abstimmung im Bundestag über die Ehe für alle zur Gewissensfrage. Damit entfiel also der Fraktionszwang, der die Abgeordneten an die Linie der Parteiführung binden soll. Und tatsächlich stimmte der Bundestag wenige Tage nach Merkels Kehrtwende für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Deutschland war damit übrigens keineswegs Vorreiter. In Europa hatten es damals schon viele andere Staaten gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht, zu heiraten. Ja, ja. Zuerst die Niederlande 2001. Trotz der Ehe für alle sind Homosexuelle rechtlich nicht komplett gleichgestellt. Also ich glaube, sehr entscheidend ist erstmal sich anzuschauen, welche gesetzlichen Regelungen es noch gibt, die diskriminieren. Na, das ist auch so eine Kanaille. Also was der manchmal auf Twitter vom Stapel lässt, also wirklich. Ich sage mal zwei Beispiele. Wenn ein Kind in eine Ehe mit zwei Frauen hineingeboren wird, hat es rechtlich nur einen Elternteil. Die andere Mutter muss adoptieren. Das ist also für die Kinder weniger Schutz und weniger Rechte und übrigens auch diskriminierend. Na, es muss ja auch irgendwo, es gibt ja auch wahrscheinlich einen Vater dieses Kindes. Oder haben sie das Kind im Labor gezeugt, die beiden Frauen? Also, Entschuldigung, der hat ja auch noch gewisse Rechte vielleicht, ne? Also, das, so einfach ist es nun mal rechtlich halt nicht.
Also was ist denn dann das Problem, wenn die zweite Frau denn sagt, okay, dann adoptiere ich das Kind hiermit, dann ist es damit auch mein Kind. Meine Güte, Leute, also wirklich, man kann es auch schwieriger machen, als es ist. Ein weiterer Punkt sind die Regelungen zur Blutspende. Schwule durften lange Zeit überhaupt nicht Blut spenden. Das Schlimmere ist eigentlich die Signalhaftigkeit bei der Bevölkerung. Schwuler Sex ist krank. Inzwischen dürfen schwule und bisexuelle Männer Blut spenden, wenn sie in einer dauerhaften, monogamen Beziehung leben. Die Frist zur... Ja, ist aber auch eine komische Regelung. Ich meine, das ist ja ein Eingriff in die Privatsphäre. Nur erzählen Sie mal. Außerdem, wie will man das denn darlegen? Ich kann ja einfach behaupten, ich wäre in einer monogamen Beziehung, bin es gar nicht. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Ja, das habe ich auch nie so richtig verstanden. Natürlich, in Zeiten von AIDS, als AIDS ein großes Thema war, da war das sicherlich nachvollziehbar, dass man auf Nummer sicher gehen wollte. Aber ich vermute mal, jede Blutprobe, jede Blutspende wird ja sowieso vorher untersucht, bevor sie verwendet wird, oder? Könnte ich mir vorstellen. Insofern ist es eigentlich auch Quatsch, da immer noch so eine Regelung zu haben. Also, weiß ich nicht. Zulassung einer Blutspende bei sogenannten sexuellen Risikoverhalten beträgt 4 Monate. Doch auch das ist aus Sicht von KritikerInnen diskriminierend. Die Ampelkoalition hat sich vor... Naja, was heißt diskriminierend? Mein Gott, es geht halt darum letztendlich, das Blut muss ja nun mal auch sauber sein und gesund sein. Man will ja nichts riskieren. Also man will ja lieber einmal mehr vorsichtig sein als einmal zu wenig. Das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Vorgenommen, einiges für queere Menschen zu tun. Sie wollen zum Beispiel das Abstammungsrecht, von dem wir vorhin schon gehört haben, reformieren und auch die Regeln für Blutspenden sollen geändert werden. Eines der zentralen Vorhaben ist außerdem der nationale Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit, den die Regierung erarbeiten möchte. Wir wollen verbindliche Maßnahmen auf den Weg bringen, damit halt eben wir ein nachhaltig gutes Klima der Akzeptanz von Vielfalt in der Bundesrepublik etablieren. Die Ampelregierung startet. Ja, was ihr so unter Vielfalt versteht, ne? Das ist halt immer Vielfalt, ist erstmal ein sehr allgemeines Wort. Was ist Vielfalt, ne? Also ist die Burka-tragende Frau, gehört die auch zur Vielfalt dazu oder was? Oder wo, was heißt das? Was heißt Vielfalt? Was gehört da alles mit rein? Startete also mit vielen queerpolitischen Versprechen und sie hat zumindest gezeigt, dass ihnen die LGBTQI+-Community wichtig ist. Beispielsweise auch dadurch, dass sie das neue Amt des Queerbeauftragten geschaffen hat. Ob alle Vorhaben auch umgesetzt werden, ist aktuell noch nicht abzusehen. Wo seht ihr noch Handlungsbedarf und was muss sich eurer Meinung nach dringend ändern? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, also es muss sich halt vor allem ändern, dass man offen und ehrlich diskutiert über dieses ganze Thema und auch sagt, wer sind die Tätergruppen, wo kommen die her und wie kann dieses Problem angegangen werden. Das ist doch wieder typisch, dass uns über die Täter überhaupt nichts gesagt wurde, aus guten Gründen, ne? Weil wenn nämlich die Täter eindeutig der klassische Glatzkopf wäre, der klassische deutsche Rechtsextremist wäre, na, was meint ihr wohl, was das hier breitgetreten worden wäre? Aber die Täter werden gar nicht genannt. Warum? Weil man dann nämlich am Beispiel Münster und vielen anderen Beispielen, die es da gibt, das eben darlegen hätte müssen. Also die wirklich brutalsten und tödlichsten Angriffe auf Schwule in den letzten Jahren in Deutschland gingen fast alle durchweg von Menschen, von irgendwelchen Schlägertypen muslimischen Glaubens aus. Das ist einfach so. Alle Fälle, die es da gibt, alle bekannten Fälle, Da sind das die Tätergruppen und das passt halt nicht ins Bild. Deswegen wird darüber nicht geredet. Das ist ein Tabu, ne? Und die Statistiken werden halt noch auch noch abgefälscht, damit es auch statistisch nicht auftaucht. Die sind ja ganz raffiniert, ne? Ja, also insofern ist das eine völlig oberflächliche, sinnlose Doku. Was bringt uns das denn? Sie hat uns doch nur hier Dinge erzählt, die wir alle schon wissen. Das ging ja überhaupt nicht an die Substanz. Also weiß ich nicht. So, dann ging das schon mal damit los. Ja, ja, wie ist denn die Situation in Deutschland? Ja, eben, wie ist sie denn jetzt? Genau, keiner weiß es. Keiner weiß es, richtig.
Genau, türkische Nationalisten werden als rechts geführt. So ist es, genau. Das ist genau das Problem. Ja. Die Grauen Wölfe, die Hisbollah, was alles islamistische Organisationen sind, werden alle in der Statistik als rechtsextrem mit abgebucht. Und jeder, der das, der die Statistik nicht hinterfragt, der denkt natürlich, ach so, so hohe Prozentsatz Rechtsextreme, ach, also der klassische Schlägertyp mit Baseballschläger und Glatze und Springerstiefel. Nee, der ist es eben nicht. Ne, der ist es sicherlich auch, das kommt natürlich auch vor, um Gottes Willen. Also ich will das gar nicht, ich will das jetzt auch nicht völlig in Abrede stellen. Aber es ist halt so, einfach ist es halt leider nicht. Und das passt denen natürlich nicht, aber sie berichten es aber einfach trotzdem nicht. Ne? Gut, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, da begibt man sich mal auf Glatteis damit, aber trotzdem, ich finde das wichtig, dass man darüber redet und dass man das auch benennt, wie es ist. Und deswegen scheue ich mich auch nicht, das zu sagen. Auch wenn einige Leute das sofort wieder in den falschen Hals kriegen und mich in so irgendeine Ecke damit stellen, ist mir wurscht. Ist mir egal.